Herzlich willkommen zu einem neuen Video von die Bakery, die Agentur für Online-Händler. TikTok etabliert sich immer mehr als Marketingplattform für E-Commercer, also Online-Händler. Möglich macht das die Kooperation zwischen TikTok und Shopify. Deshalb wollen wir euch in diesem Video zeigen, wie ihr euren Shopify-Store mit TikTok verbindet, um euren Produktkatalog dort bewerben zu können und somit mehr potenzielle Kunden für euch gewinnt. Doch bevor wir anfangen, noch ein paar Worte zu uns. Wir sind eBakery, eine ganzheitliche E-Commerce- und Online-Marketing-Agentur, als auch Shopify-Partner. Solltest du also auf der Suche nach einem Experten an deiner Seite sein, klicke auf den Link in der Beschreibung und vereinbare einen Termin. Solltet ihr noch keinen Shopify-Shop haben, schaut gerne mal in unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung rein, wie man diesen erstellt. Ist sowohl ein Shopify-Shop als auch ein TikTok-Account vorhanden, stellt zuerst eine Sache sicher. Bei eurem TikTok-Account muss es sich um einen Business-Account handeln. Um das zu überprüfen, geht ihr in TikTok auf euer Profil, klickt auf die drei Striche oben rechts und auf Einstellungen und Datenschutz. Dann geht ihr auf euer Konto und prüft, was dort steht. Steht dort zu persönlichen Kontowechseln, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es sich bei eurem Account um ein Business-Konto handelt. Steht dort zu Business-Konto-Wechseln, klickt darauf und geht die einzelnen Schritte durch. Habt ihr das nun überprüft, geht in euren Shopify-Admin-Bereich. Hier gebt ihr in eurer Suchleiste TikTok ein. Klickt auf die App und überprüft, ob diese auch von TikTok Inc. entwickelt wurde. Dann handelt es sich nämlich um die richtige App. Klickt nun auf Installieren. Bestätigt das Ganze noch einmal, indem ihr erneut auf Installieren klickt. Wir haben das Ganze schon mal durchgeführt, deswegen steht bei uns Einrichtung wird durchgeführt. Wir führen also bei uns die Einrichtung fort. Bei euch kann es sein, dass das Ganze so aussieht. Klickt dann auf Setup oder Einrichten. Zuerst müssen wir TikTok for Business verknüpfen, indem wir uns in unserem Account einloggen. TikTok for Business ist quasi eine Verwaltungsplattform, in der wir mehrere Business-Accounts verwalten können. Loggt euch dementsprechend hier ein. Habt ihr diesen noch nicht, könnt ihr ihn entweder hier direkt erstellen, indem ihr auf Neu erstellen klickt oder einfach tiktok.com/business in eurer URL-Leiste eingebt. Ist dieser erfolgreich verbunden, muss dann noch euer TikTok Business Center Account verbunden werden. Diesen haben wir bereits schon mal verbunden, deswegen klicken wir auf Verbinden. Das gleiche gilt dann auch für den TikTok Anzeigenmanager. Existiert dieser noch nicht, legt ihn hier direkt an, ansonsten auch dafür anmelden und verbinden. Nun geht es an die Datenfreigabe. Die Bestimmungen dafür können von Land zu Land abweichen. Welche Kundendaten geteilt werden, seht ihr hier. Entscheidet euch also für eine der drei Optionen und wählt anschließend den richtigen Pixel aus. Dieser wird dann automatisch in Shopify integriert. Ihr müsst ihn also nicht manuell hinterlegen. Wir haben im Vorfeld schon unsere Unternehmensdaten eingetragen. Bei euch kann es noch erforderlich sein, dass ihr diese hier in dem Schritt angeben müsst. Am Ende klicken wir auf Einrichtung fertigstellen. Nun kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis euer Ad-Account überprüft wird. Die Kampagnen könnt ihr dann im TikTok Marketing Tab anlegen. Dazu wird es noch ein eigenes Video geben, das wir dann hier verlinken werden. Wie ihr seht, werden aktuell die Produkte synchronisiert. Das wiederum kann bis zu 5 Tage in Anspruch nehmen. Final überprüfen, ob alles geklappt hat, könnt ihr, indem ihr in ein Produkt reingeht und hier nachschaut, ob der Status bei Shop und TikTok auf grün gesetzt wurde. Damit könnt ihr nun fortan eure Produkte mit Werbeanzeigen auf TikTok ausspielen lassen. Sollte es dazu noch Fragen geben, hinterlasst uns diese gerne in den Kommentaren. Ansonsten helfen wir euch als Social Media Agentur und Shopify Partner gerne bei der Verbindung beider Systeme, als auch der Optimierung eurer TikTok Ads Kampagnen. Wollt ihr hingegen noch tiefer in die gesamte Welt des Online-Handels und Marketings eintauchen, dann steht euch unsere Kanalmitgliedschaft bereit. Werdet Teil der eBakery Community und profitiert von den Vorteilen. Kostenlos auf dem Laufenden gehalten werdet ihr mit einem Abo unseres Kanals. Wir hören uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, euch alles Gute, wünscht euch euer eBakery Team.